Mit Quietschtieren haben wir unsere Karriere begonnen und mit Quietschtieren werden wir sie auch beenden. Ich habe gehört, Sie haben schon einen Sarg für Ihre Quietschtiere. Ja, das haben wir. Ja, das muss man haben. Also ohne das geht's gar nicht, nicht? Wir haben ja für die Feuerbestattung haben wir auch Särge, die sehr gut brennen. Die werden in China gemacht. Aber der passt doch da nicht rein. Ja, das ist auch nicht ein richtiges Quietschtier. Aber die Quietschtiere passen dann nachher. Wir nehmen natürlich die Maße noch was genauer. Sehen, für dieses Quietschtier ist es auch ein bisschen groß. Dann hat er noch ein bisschen Bewegungsfreiheit. Meinen Sie, das wäre nötig? Naja, das macht ja auch dann der Tierbestatter auch schon mal zu. Gibt es auch Tierbestatter für Quietschtiere? Aber selbstverständlich. Glaube ich nicht. Meinen Sie, wir nehmen da normale? Nein. Das glaube ich nicht. Die müssen sich natürlich auch mit Latex ordentlich anziehen, wenn die kleine Predigt halten wollen. Ja, wir sind jetzt in einem Alter, wo man auch an Dinge denken muss, die nach uns liegen.